Schön, wir würden dann anfangen. Nach der Pressekonferenz haben Sie die Möglichkeit, noch Fotos mit den Protagonisten zu machen. Herzlich willkommen zur Vorstellung des neuen Leiters der Fußballabteilung beim 1. FC Nürnberg. Ich begrüße den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Schramm, unseren Vorstand für Sport und Öffentlichkeitsarbeit Martin Bader und Wolfgang Wolf, den neuen Leiter Fußballabteilung. Zum Einstieg würde ich mit Ihnen anfangen, Herr Schramm. Wie ist es zu der Verpflichtung von Wolfgang Wolf gekommen? Ja, wir haben uns natürlich nach diesen katastrophalen Ergebnissen in diesem Jahr mit dem Abstieg aus der ersten Liga auch unsere Gedanken gemacht, wie geht es weiter? Und in Abstimmung mit unseren beiden Vorständen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir im sportlichen Bereich eine Unterstützung für Herrn Bader suchen. Und wir haben uns sehr intensiv Gedanken gemacht, wir haben uns lange darüber unterhalten und Herr Bader hatte nun die Aufgabe, eine geeignete Person, die den 1. FC Nürnberg kennt, eine Person, die sich sofort in diese Materie einfügt, zu finden. Und ich bin der Meinung, und das kann ich glaube ich auch im Namen meiner Kollegen sagen, dass wir in Herrn Wolf eine Persönlichkeit gefunden haben, die zum Verein passt. Aber wie gesagt, das wird sicher Herr Wolf ja ausführen, wie er diese neue Aufgabe sieht. Vielen Dank, Herr Schramm. Martin Bader, wie sieht die Aufgabenverteilung nun aus mit der neuen Position? Herzliches Willkommen von meiner Seite. Es ist ja durch viele Gazetten in den letzten Wochen auch gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns breit aufstellen im sportlichen Bereich und hatte in enger Absprache mit dem Aufsichtsrat die Aufgabe, mehrere Kandidaten bzw. mehrere Persönlichkeiten in die Diskussion mit einzubringen. Und wir haben das sehr ergebnisoffen im Aufsichtsrat diskutiert, weil ich da schon auch klar das Gefühl mitnehmen möchte aus dem Aufsichtsrat, dass da alle hinter dieser Entscheidung stehen. Deswegen haben wir da Empfehlungen zwar abgegeben, aber wie gesagt sehr ergebnisoffen. Und ich hatte relativ schnell die Bestätigung und auch den Eindruck aus dem gesamten Aufsichtsrat, dass ein ganz klares Votum zugunsten von Wolfgang Wolf gekommen ist. Wir haben immer gesagt, dass die Aufgabenverteilung so sein soll, dass wir eine neue Position schaffen wollen, eben der zuständig ist für die gesamte Fußballabteilung, der letztendlich bei der Lizenzmannschaft einen sehr engen Bezug haben soll in der Zukunft. Darüber hinaus auch die Koordination im Nachwuchsleistungszentrum und auch im Scouting vorstehen soll, dass wir eine Funktion schaffen, die alle Informationen aus den ganz für uns wichtigen, relevanten fußballaffinen Abteilungen brauchen und dass der Wolfgang Wolf zuständig ist mit natürlich den Kollegen, die vorhanden sind, mit dem Rainer Zietscher, mit dem Christian Möckel die Sachen abzustimmen und dann auch die finalen Sachen mit dem jeweiligen Vorstand zu besprechen und dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen dann gemeinsam zu treffen. Wir sehen uns als Team, so habe ich den Wolfgang auch immer kennengelernt. Ich glaube, dass er in unser Team hervorragend reinpasst. Und je breiter wir uns aufstellen können für die Zukunft mit Qualität, umso besser ist es für den 1. FC Nürnberg. Und ich freue mich, dass es mit dem Wolfgang so schnell und kurzfristig dann auch geklappt hat. Und haben einige Aufgaben in den nächsten Wochen vor uns und da werden wir jetzt mit Hochdruck dran gehen. Vielen Dank, Martin Bader, Wolfgang Wolf. An dieser Stelle willkommen zurück beim Club. Wie ist es für Sie nach 8 Jahren an alter Wirkungsstätte? Ja, ich darf auch mal Hallo sagen. Viele bekannte Gesichter vor mir. Ich will auch betonen, dass ich bis vor 10 Tage war, als der Martin angerufen hatte, noch eine andere Planung hatte als bis zum 1.7., also ab dem 1.7. Und ja, letztendlich hat mein Herz und mein Bauch entschieden, wenn wir denn zusammenkommen, dass ich die Aufgabe übernehme. Ich komme wieder zurück an alte Stelle. Ja, und es war eine wunderschöne Zeit hier. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich bin auch hierher gekommen, wo wir fast schon abgestiegen waren. Wir mussten neu anfangen. Aber so wie damals sehe ich das nicht, dass wir so viel verändern müssen. Ich sehe, dass der Verein top aufgestellt ist, wenn ich allein schon das Funktionsgebäude sehe. Wenn ich sehe, was hier um den Verein passiert ist, dann stimmt vieles, bis auf die Liga-Zugehörigkeit. Ja, das wollen wir eigentlich so schnell wie möglich wieder verändern, dass da wieder der Club hinkommt, wo er hingehört. Vielen Dank. Ich gebe über das Wort an euch für eure Fragen. Mit der Bitte um Handzeichen für das Mikrofon.
Hans Böller, Nürnberger Nachrichten. Verraten Sie uns, Herr Wolf, wie Ihre eigentliche Planung ausgesehen hätte ab dem 1.7. Ja, man, ich habe ja nach der Rostock-Geschichte aus familiären Gründen, das weiß ja jeder, ein bisschen eine Auszeit genommen und habe mich dann wieder so ab Februar für mich entschieden, dass ich wieder in das Geschäft einsteigen will. Und ich hatte Angebote, wieder auf der anderen Ebene als Trainer zu arbeiten. Und die Gespräche waren schon weit gewesen, aber dann hat Martin angerufen und das hat dann seinen Gang gemacht. Und er musste mich eigentlich nicht groß überzeugen von der Aufgabe und von dem Verein. Ja, ich komme ja ein Stück weit wieder heim oder zurück, viele vertraute Gesichter, auch hier aus dem Kreis. Ja. Ich weiß, was mich beim Club erwartet. Und das ist ja schon mal ein Vorteil. Dieter Bracke, Nürnberger Zeitung. Wird der ehemalige Trainer Wolfgang Wolf des Öfteren beim Training zuschauen oder darauf verzichten, weil der Trainer nervös werden könnte? Ja, das ist die Frage. Das ist klar, dass die kommt. Also wir möchten zusammen einen Trainer aussuchen, der zum Club und zu uns passt. Und dann werden wir ihm auch ganz klar mitteilen, welche Rolle ich hier habe im Verein. Ich werde den Trainer unterstützen und ich habe natürlich auch den Vorteil, ich weiß als ehemaliger Trainer, was ein Trainer will, was er braucht und was er nicht will. Ja, und ich werde den Trainer unterstützen von der ersten Minute an. Ich werde natürlich hier bei den Trainingsspielen, bei dem Training zuschauen, werde mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, sofern er das will, das ist auch klar. Und ja, wie gesagt, ich sehe das nur unterstützend, also nicht kontrollierend. Ich werde ihm helfen, meine Meinung sagen, aber das unter vier Augen. Harald Kaiser, Kicker. Herr Wolf, Sie sollen ja jetzt ja Seite an Seite wieder arbeiten mit dem Mann, der Sie damals entlassen hat. Fällt Ihnen das schwer? Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, das haben wir gar noch, das haben wir noch gar nicht aufgearbeitet. Nein, ich habe ja gesagt, es gibt Entlassungen und Entlassungen. Und wir sind hier als Freunde auseinandergegangen. Ich habe das gesagt hier im Vorbericht für unsere Internetseite. Das war damals, hatte ich keinen Zugriff mehr auf die Mannschaft. Und was der Hans, der nach mir gekommen ist, was der dann geleistet hat mit der Mannschaft, das hätte ich nie mehr hinbekommen. Das ist ganz klar. Das muss ich sagen. Von daher war der Schritt richtig. Ja. Es ist immer entscheidend, wie man auseinandergeht, wie man sich in die Augen schauen kann. Und ich hatte immer Kontakt gehabt zum Club und habe immer geschaut, wo stehen sie, was passiert hier. Auch weil mein Bruder hier lange gearbeitet hat. Ja, und von daher bin ich hier immer im Club verbunden gewesen. Weitere Fragen? Chris Bichele, Kicker. Sie suchen einen Trainer, der zu Ihnen passt. Können Sie das noch etwas konkretisieren? Deutschsprachig, jung, alt, erfahren, wenig erfahren, schwarze Haare und so weiter. Ja gut, wir haben zusammen gesprochen, Martin und ich, und wir haben uns auf einen Typ-Trainer geeinigt und verständigt und jetzt gilt es, Gespräche zu führen und das werden wir beide aufnehmen und wenn wir sicher sind vom Gefühl her, dass er zu uns passt und dass er zu der Philosophie vom Club passt und dass er auch weiß, was auf ihn zukommt und dann werden wir so schnell als möglich einen Trainer präsentieren. Ob der jetzt lange Haare hat oder so kurze wie ich, das ist mal dahingestellt. Dieter Bracke nochmal. Könnte es sein, dass der neue Trainer einen ähnlichen Dialekt spricht wie der neue Fußballabteilungsleiter? Was für ein Dialekt spreche ich denn? Ja gut, wir wollen nicht über Kandidaten sprechen. Wir haben eine Liste und haben darüber diskutiert und wir werden die abarbeiten und dann letztendlich werden wir uns auf einen verständigen und dann muss Martin mit ihm die abschließende finanzielle Geschichte regeln und dann wird man sehen, ob es passt. Also wir lassen uns da auch nicht festlegen. Ich glaube, da haben wir eine Meinung. Es gibt so und so nicht das Problem, dass wir eine andere Meinung haben. Wir diskutieren über gewisse Namen und einigen uns dann und dann muss er sehen, ob es finanziell in den Rahmen reinpasst. Harald Büttner, NZ. Werden Sie denn neben wem auch immer auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne künftig? Haben wir auch schon diskutiert. Kommt auf den Trainer an, auf den Trainertypen an. Ich möchte es nicht, weil einfach
dann heißt über jeder, egal wer Trainer ist, der Wolf passt auf den Trainer da unten auf der Trainerbank auf. Ich möchte eigentlich das Spiel von oben sehen, so habe ich es vor. Ja, sei denn, der Trainer möchte ausdrücklich, dass ich unten auf der Bank gucke. Also das, ich habe es vor, oben auf der Tribüne zu sein. Ich möchte nicht, dass der Trainer dann unter Druck kommt. Das möchte ich nicht. Ich möchte Ihnen meine Eindrücke dann nach dem Spiel mitteilen, am nächsten Tag, wie ich es gesehen habe, in der Diskussion, ohne dass ich da unten dann, ich bin ja auch irgendwo emotional und vielleicht pfeift mein Schiedsrichter nicht so, wie ich mir das vorstelle, und dann sage ich was, da möchte ich außen vor bleiben. Das ist ein Trainer seine Geschichte auf dem Bank, der hat seinen Part. Ja, ich bin aus dem Trainerdenken mal außen vor. Philipp Seitz, Frankenfernsehen, ganz hinten. Herr Wolf, wie wichtig empfinden Sie es denn selbst, dass Sie jetzt als jemand reinkommen, der mit dieser Abstiegssaison nichts zu tun hatte, dass quasi frischer Wind reinkommt oder vielleicht auch nochmal positiver Anschub? Ich glaube, das ist wichtig, dass auch mal jeder, dass man eine andere Sichtweise kommt. Ja, hier, wie man die einzelnen Spieler, wie die vorhandene Mannschaft, wie man die sieht. Und da haben wir uns schon ausgetauscht gestern den ganzen Tag und haben die einzelnen Spieler durchgesprochen. Meine Sichtweise aus der Erfernung und aus dem, was ich so aus dem Umfeld mitbekommen habe und wie ich denke, wie ich die Spieler einschätze, und auch Martin und Christian Möckel, ja, die ganz nah bei der Mannschaft dran sind. Und Das war schon wichtig, dass wir da auch auf den Nenner kommen. Da hat es schon unterschiedliche Ansichten gegeben, das ist ganz klar. Weil ich habe natürlich das Glück, nicht so nah dran zu sein oder dran gewesen zu sein wie die ganze Zeit, und bin unbedarft an die Geschichte drangegangen. Und da haben wir uns auch geeinigt, welche Spieler wir behalten wollen, welche Spieler Martin ein Angebot macht, unabhängig von dem neuen Trainer. Der neue Trainer, der kommt, der wird dann schon noch ein paar Spieler verpflichten. Aber das Gros der Mannschaft wird der Martin Bader jetzt hier ein Angebot machen und wird sagen, könnt ihr bleiben unter den Bedingungen, wir planen mit euch weiter. Können wir da schon nachnennen? Nein. Daniel Westgate, Nürnberg. War ungefähr meine Frage jetzt gerade. Ja, gibt es denn einen... ganz schwierig. Gibt es denn einen Zeitplan, wann man sagt, der Trainer muss da sein und... Ja, wir wollen ohne Hektik, ohne unter Zeitdruck zu kommen, einen Trainer aussuchen. Ich weiß, dass die Zeit drängt, das ist klar, aber wir können jetzt nicht sagen, ein Datum sagen. Wir werden Gespräche führen, wir müssen mit dem Trainer nicht nur einmal sprechen, sondern es werden 2-3 Gespräche geführt und nicht nur mit einem Trainer. Das dauert halt ein bisschen, wir dürfen uns da nicht so unter Druck setzen lassen. Ja. Auch wenn der Herr Bader keinen Namen nennen will, was Spieler angeht, es hieß ja mal, dass man mit einigen auch verlängern will, die keinen Vertrag mehr haben. Gab es denn da schon Gespräche? Gab es denn da vielleicht auch schon Absagen? Hat sich da schon irgendjemand bekannt dazu, dass er bleiben will oder nicht? Ja, also können das die Kinder ja beim Namen nennen. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall mit Daniel Ginczek reden. Mit dem haben wir gesprochen. Wir haben natürlich auch mit Pelle Nielsen, mit Pinola gesprochen, Markus Vollner. Das sind alles Spieler, die keine Verträge für die zweite Liga haben. Beim Pino ist es so, dass eine grundsätzliche Einigkeit besteht. Also da sind es jetzt nur noch ein paar Details zu klären. Also da sind wir auf dem Weg. Der Pino war der Erste, der gesagt hat, er will es auf jeden Fall machen. Und das war auch relativ kurzfristig und auch schnell über die Bühne zu bekommen. Das sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären, aber geht davon aus, dass das, was wir gesprochen haben in den letzten Tagen, dann auch in den Vertragswerk gegossen wird. Also Pino ist immer sehr, sehr weit. Bei Pelle ist es ähnlich. Markus Vollner sind auch noch ein paar Sachen zu besprechen. Beim Daniel Ginczek, der kennt die Wertschätzung. Der weiß, dass wir uns sehr bemühen und strecken. Und alles Weitere muss man jetzt dann in den nächsten Tagen sehen. Aber natürlich haben wir in den letzten Tagen in vielen, vielen Einzelgesprächen versucht, dem einen oder anderen aufzuzeigen, dass es auch eine interessante und vor allem aber auch eine wichtige Herausforderung ist für den Spieler, das wieder zu korrigieren, was dann im letzten Jahr schiefgegangen ist, und dass es auch was Besonderes sein muss, in der zweiten Liga wieder aufzusteigen, und dass sie eine Verantwortung haben, und wer da mit vollem Herzen und aus vollster Überzeugung dann mitmacht, und das haben wir eben gefühlt aus den Gesprächen, gerade mit Pino und auch mit Pelle, dann macht es auch Sinn, die Gespräche zu Ende zu führen. Dieter Bracke, NZ. Ich schaue noch mal auf den traurigen Tag von Schalke zurück. Frage an Martin Bader: Halten Sie es für glücklich,
wenn sich der Kapitän und Torhüter erdreiste zu sagen, Spieler, die Charakter haben und bleiben wollen, können bleiben. Ist er da nicht etwas zu weit gegangen? Ich glaube, die Minuten nach so einem Abstieg sollte man mal auch nicht alles auf die berühmte Goldwaage legen, denn es hat alle wirklich tief getroffen und natürlich auch gerade die Spieler, die sehr lange hier sind. Und Raphael Schäfer nimmt mir das, glaube ich, absolut ab, dass er diesen Verein nicht nur verinnerlicht hat, sondern dass er diesen Verein er selber viel zu verdanken hat und das ist für ihn natürlich auch zum allerersten Mal mit dem Verein erst abgestiegen, dass es für ihn auch eine ganz, ganz persönliche Niederlage war. Insofern sollte man diese ganzen Dinge, die er vielleicht gesagt hatte, nicht ganz auf die Goldwaage legen. Natürlich im Kern trifft es das, dass wenn wir einen Neuaufbau machen, und das haben wir immer gesagt, dass natürlich so ein Abstieg auch einschneidende Maßnahmen mit sich bringt, nicht nur für den Verein, sondern letztendlich auch für viele Spieler, dass man natürlich in den Gesprächen genau das rausfinden möchte, dass diese Verantwortung der einzelnen Spieler über ein Vertragswerk hinaus auch authentisch sein muss. Das heißt, ich muss nicht nur einen Vertrag machen für die zweite Liga, sondern ich muss eben das Gefühl haben, dass der Spieler das eine unterschreibt, nämlich einen Vertrag, aber das andere dann auch richtig lebt, zu wissen, dass es alles dafür zu tun ist, dass wir als 1. FC Nürnberg wieder um den Aufstieg mitspielen müssen. Und dieses Verinnerlichen, das ist das, was Raphael Schäfer meint, dass es eben nicht darum geht, einen Vertrag in der zweiten Liga zu haben, sondern dass ich eine Verpflichtung habe über den Vertrag hinaus. Man kann es mit dem Thema Charakter umschreiben, aber es ist mit Sicherheit nicht zwingend danach, dass man nur nach Charakter aussucht. Es muss Qualität dabei sein, das ist auch klar. Das Entscheidende ist, dass man das Gefühl hat, dass man was wieder gut machen möchte. Und wenn das aus vollster Überzeugung kommt, dann ist es eine Charaktereigenschaft, die zusätzlich zur sportlichen Qualität wichtig ist, um wieder aufsteigen zu können. Und deswegen glaube ich, dass der Raphael Schäfer mit den Worten gemeint hat, dass er alles dafür tun wird, dass wir eine Mannschaft wieder haben werden, wo er Teil dieser Mannschaft ist, um den Aufstieg wieder zu schaffen. Daniel Westgate, Bild. Ich würde dann doch lieber nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, weil Sie gerade Qualität ansprechen. Was ist mit Robert Mack und vor allem, was ist auch mit Hasebe, den Sie jetzt gerade nicht genannt hatten? Also mit Hasebe bin ich schon so weit, dass es fast schon... Nein, also natürlich ist Hasebe ein ganz, ganz wichtiger und den haben wir auch mit am allerersten, den letzten Wochen schon, auch vor Schalke schon das ganze Thema besprochen. Hasebe ist in Japan. Hasebe hat gesagt, er kann sich sehr gut vorstellen, hat es nicht nur mir gesagt, sondern ich glaube, ich in der Öffentlichkeit auch formuliert. Und wenn man Hasebe kennt, dann weiß man, dass es nicht Lippenbekenntnisse sind, sondern dass er sich diese Worte wohl überlegt geäußert hat. Wir sind mit ihm verblieben, dass er bis bevor es nach Südamerika geht, eine Entscheidung getroffen hat. Für ihn und für uns ist es, glaube ich, wichtig, eine grobe Richtung vor der WM zu haben. Für uns idealerweise nicht nur eine grobe, sondern schon auch eine sehr detaillierte. Er wartet jetzt im Prinzip auf die Endgespräche, die ich mit seinem Berater die letzten Tage geführt habe, um dann auch genau zu wissen, welche Rahmenbedingungen für ihn da auf dem Tisch liegen. Aber wenn Hasebe sagt, dass er sich das Thema sehr intensiv anhört, dann ist es eine Geschichte, die uns freut, weil wir glauben, dass es ein wichtiger Spieler ist, auch für die zweite Liga im Hinblick auf eine gute Mannschaft, um den Wiederaufstieg zu schaffen. Jetzt versuchen wir, dass wir zusammenkommen. Und wenn wir da eine Lösung finden, glaube ich, dass Hasebe zu dem steht, was er gesagt hat, dass wenn die Rahmenbedingungen passen, da strecken wir uns, dass er sich das nicht nur sehr gut vorstellen kann, sondern dass wir sehr optimistisch an das Thema rangehen. Und bei den anderen Spielern, ich glaube, dass wir erst die abarbeiten sollten, die eben noch keine Verträge haben, sowohl Robby Mack als auch der ein oder andere haben noch Verträge für die zweite Liga. Was dann passiert, das haben wir gemeinsam auch besprochen, der Wolfgang und ich, dass wir natürlich da den jeweiligen Trainer auch mit ins Boot holen wollen. Wir können nicht eine Mannschaft aufstellen, ohne den Trainer mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, wir müssen so ein paar Eckpfeiler vorbesprechen, aber die Detailgeschichten werden wir dann mit dem Trainer in dieser Dreier-Vierer-Runde besprechen, altbekannt, und dann wird man eine Kompromisslösung finden. Aber natürlich wird es einen Umbruch geben, das ist kein Geheimnis. Harald Kaiser? Dieser Wunsch, dass man vor der WM schon Klarheit haben will, gilt ja auch für den einen oder die anderen zwei WM-Fahrer, die der Club noch hat, also Kiyotake und Chandler? Also bei Kiyo so, er hat Vertrag für die zweite Liga. Insofern ist es von der vertraglichen Seite so, dass wir sagen, da ist erstmal alles geklärt. Und jetzt müssen wir dann einfach schauen, wie seine persönliche Situation, sein Wohlbefinden ist. Aber momentan machen wir uns über das Thema Kiyotake relativ wenig Gedanken, weil, wie gesagt, er hat einen Vertrag und
Ihr kennt das alles in dem Moment, wo er die Bereitschaft signalisiert, in der zweiten Liga hier seinen Mann zu stehen und zu wissen, was auf ihn zukommt. Dann wird man das angehen. Und wenn er der Meinung ist, er müsste ein Alternativangebot sich einholen und das sich mit unseren Vorstellungen überdeckt, sind wir immer ergebnisoffen an so Sachen rangegangen. Aber momentan beschäftigen wir uns eher mit denen, die keine Verträge haben, als mit denen, die Verträge haben. Wer war der Zweite? Gut, beim Timmy Chandler ist es eine ähnliche Konstellation. Er hat auch einen Vertrag für die zweite Liga. In dem Moment, wo der Timmy auch der Meinung ist, für seine sportliche oder für seine persönliche Entwicklung was anders machen zu wollen, muss man sich hinsetzen. Aber auch da ist es so, dass das Vertragswerk ist da eindeutig. Er hat einen Vertrag für die zweite Bundesliga. Hans Böller? Bloß Verständnisfrage. Daniel Ginzek hat auch einen Vertrag, der in der zweiten Liga gilt? Daniel Ginzek hat auch einen Vertrag für die zweite Bundesliga, ja. Gibt es noch Fragen? Nochmal, Herr Zweller. Doch noch eine Frage an Herrn Wolf, die hat jetzt nur am Rande mit dem heutigen Tag zu tun, aber weil Sie es vorhin sagten, Sie haben ein bisschen den Zugriff auf Ihre Mannschaft verloren im Herbst 2005, die Sie selbst aufgebaut haben, mit der Sie in der Bundesliga geblieben sind. Das hat gerade ein Trainer hier auch wieder erlebt mit Gert-Jan Verbeek. Wie funktioniert so etwas, Herr Wolf? Wie passiert das? Wann merkt man das und ab wann kann man dann nicht mehr gegensteuern? Das merkt man dann, wenn ein neuer Trainer kommt und der macht einiges anders und macht eigentlich nichts anders, aber die Spieler, die tun dann eine ganz andere Leistung abrufen. Das war ganz klar. Der Hans hat an einigen Stellen was anderes ausprobiert damals. Ja. Wir haben über die Situation damals gesprochen, da kann ich mich noch gut erinnern. Und die Idee mit Kandalubi als Libero wäre ich nie drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Und das hat eingeschlagen. Und da muss man auch, das muss man sich auch mal zugestehen, dass man dann irgend vielleicht auch eindimensional gedacht hat und kommt aus der Linie oder aus dem Eck nicht mehr raus. Und da sehe ich auch meine neue Aufgabe beim Club, dass ich auch vertrauenswürdig mit dem neuen Trainer und dem neuen Trainerteam zusammenarbeite und auch meine Meinung sagen kann und sage, Mensch, das sehe ich momentan anders. Überleg das doch mal, was du da vielleicht verändern kannst und. Mir Hilfestellung geben. Ja? Das ist das, was mich auch reizt an der ganzen Geschichte hier, dass ich auch ja, im Jugendbereich unten sehen kann, was ist los, wo ist die Durchgängigkeit da. Ja, ich werde viele Trainingseinheiten von auch den Jugendmannschaften anschauen, zweite Mannschaft. Ja. Schaue mir am Freitagabend die zweite Mannschaft an, dass ich mir da auch nochmal einen Überblick mache. Ja, und wie gesagt, dass ich da auch in der Materie drin bin. Ja. Und das ist einfach von mir eine Hilfestellung. Ich sehe mich als Zwischenstieg zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand. Ja. Und bin natürlich auch einer, der versucht, nicht nur alles abzunicken, sondern ich habe auch meine eigene Meinung. Ja. Und da muss mich auch erstmal der Herr Bader überzeugen, dass ich da falsch bin. Und wenn er mich überzeugt, dann ist das auch okay. Dann kann ich auch sagen, okay, den Weg kann ich mitgehen. Aber wir werden das diskutieren und haben das schon in den letzten Tagen diskutiert und dass es da immer auch eine Meinung gibt. Uli Dickmeier, Nürnberger Zeitung. Eine ganz pragmatische Frage. Wen müssen wir denn künftig anrufen, wenn es um irgendwelche Gerüchte um Spieler geht? Die Pressestelle. Ich sag, so wie ihr das immer macht, ihr ruft den einen an und dann den anderen auch nochmal. In der Hoffnung, immer die gleiche Antwort auch zu bekommen. Vom Funkhaus. Wendel von Radio Gong. Herr Wolf, viele Fans fordern ja auch auf dem Platz einen neuen Leitwolf. Was sagt denn der eine Wolf zu einem zweiten Wolf am Pfalzner Weiher? Wen meinen Sie mit zweiten Wolf? Andreas mit Vornamen. Um Gottes Willen. Über die Personalie kann ich gar nichts sagen, ja, weil wir über Personalie nicht reden wollen. Ja. Ist ganz klar, wir leben im Hier und Jetzt. Und wir müssen eine Mannschaft aufstellen, die zweite Liga annimmt. Ich habe den riesen Vorteil, ich wohne in Bad Dürkheim, bin ich zu Hause, habe 50 Kilometer Sandhausen, 50 Kilometer Karlsruhe, 50 Kilometer Kaiserslautern. Also ich habe diese Saison, unabhängig, dass ich wusste, dass ich nach Nürnberg komme, so 12 bis 15 Zweitligaspiele gesehen. Und ich weiß ganz genau, was zukommt. Und wir müssen eine Mannschaft zusammenstellen, die Zweitliga annimmt, ja, und auch dementsprechend stabil ist. Ja. Und da müssen wir den Kader wohlweislich so zusammenstellen,
dass es unsere Ziele gerecht wird und dass wir die Ziele, die wir vorhaben, die wir uns gesetzt haben, ja, dass wir die auch verwirklichen können. Das wird sehr schwer. Ob da ein Wolf ein Thema ist und alles, das kann ich jetzt momentan noch nicht sagen. Der übrigens noch ein Jahr Vertrag hat in Monaco. Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Tag noch.